Sudala. Schauen wir mal, was wir jetzt noch hier tun. Ja, das macht mir echt Spaß. Bei Mario 64 habe ich mir gedacht, so ja, könnte man komplettieren, aber keine Ahnung. Bei Mario Sunshine habe ich mir gedacht, boah, ey, so schnell wie möglich durch. Und bei Galaxy habe ich nicht mal irgendwie den Anspruch, dass ich jetzt das 100% spielen will. Aber es, ne, es läuft halt so dahin und ich mache halt irgendwie alle Sterne der Reihe nach anscheinend. Was mir einfach nur Spaß macht. Und das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Bei Yakuza Like a Dragon, das mir auch sehr gut gefällt, da bin ich jetzt an einem Punkt, wo es anfängt, mich zu nerven. Das ist halt so ein Japano-RPG mit potenziell Millionen von Stunden Spielzeit. Und schon langsam, die rundenbasierenden Kämpfe werden mir schon langsam zu lange. Ich habe jede Animation schon 100 Mal gesehen. Es fängt an zu nerven. Das geht mir bei jedem JRPG so, bei jedem rundenbasierenden Spiel. Ich mag rundenbasierende Spiele, also rundenbasierend ist für mich immer besser als Echtzeit. Aber das ist halt der negative Nebeneffekt, den ich halt schon merke, leider. Immer, nach einer gewissen Zeit. Und da ist es so ein bisschen so, ich würde da schon gern noch mehr machen und das so ein bisschen vervollständigen. Aber ob ich das noch durchhalte lange, das weiß ich noch nicht. Kann sein, dass ich da das Handtuch werfe. Die Hauptstory will ich auf jeden Fall noch beenden, aber so von wegen meine Pläne, von wegen Platin-Trophäe und so, ich weiß nicht, ob ich die nicht verwerfe. Letztendlich. Mal gucken. So, wie kriegen wir den da raus? Hier ist ein... Und da und überhaupt... Aha! Sehr gut. Werden die ersetzt, wenn ich die wegbombe? Bin mir nicht sicher. Oh Gott, ich habe mich verlaufen. Ich schätze mal, ich muss die jetzt alle kaputt machen, oder? Schnell! Schnell! Hinterher! Da bei den Biegungen spinnt er manchmal ein bisschen leider. Da bleibt er manchmal hängen, der Mario. Ich glaube ehrlich gesagt, jetzt sind alle kaputt. Dann war das vielleicht doch nicht meine Aufgabe. Dann befreien wir den Stern mal. Jetzt habe ich zumindest freie Bahn. Dieser seltsame Dreifach-Erdnuss hier. Verwandlung! Ich glaube, ich habe einen Geheimpfad entdeckt, oder? Kann das sein? Kann das denn sein? Oh, ich sehe schon. Soll ich mir die Dinger holen? Oh, das war keine gute Idee. Ah, nein, das war auch keine gute Idee. Aber das ist eine sehr gute Idee. Er ist gezeichnet. So, Vorsicht. Au, au, au. Nein, 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 nein. Ah, wenigstens habe ich ein paar Minen weggeräumt. Das war mein eigentlicher geheimer Plan. So, da la. Röhre oder Knopf drücken? Ich gehe erstmal in die Röhre, weil wahrscheinlich ist das wieder irgendein Bonus-Level, oder? Oder auch nicht? Nee? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ich habe mich wohl verdrückt. Hallo, viel zu alt für. Wie geht's? Okay, das wird schwierig. Ah, vor allem, wenn ich immer die falschen Knöpfe drücke. Verflucht seist du Xbox-Controller mit deinen spiegelverkehrten Tasten. So, lala. Geschafft. Ob wir da noch reinkommen? Die Antwort ist nein.
Dann schießen wir uns nochmal durch. Okay, jetzt aber. Wow, warum das jetzt explodiert und trotzdem ganz bleibt? Fragen über Fragen. Lass mich raten, die Bombe nehmen wir wahrscheinlich irgendwo hin mit. Ich weiß noch nicht für was. Ah, ich weiß noch nicht warum. Ach, ich könnte einfach springen, ne? Das macht alles viel leichter. Abraxe, danke schön fürs Pitglas auffüllen. Oh Gott, Leute. Es ist so cool. Wirklich, danke schön. Das ist voll super. Das passiert mir auch immer, wenn die Switch oder PS4, ja, genau, wegen der Tastenbelegung, die auch unterschiedlich ist, haha. Ja, genau, und Xbox hatte die Verwirrung noch perfekt gemacht, Microsoft. Weil jetzt hat Sony quasi eh schon die Tastenbelegung umgetauscht, aber dann hat Microsoft auch noch die Tasten genauso benannt wie auf dem Nintendo Controller, nur mit der Anordnung von der PlayStation. Also da ist das komplett dann kaputt alles. Das ganze System. Hätte das Sony nicht einfach so machen können, wie Nintendo das vorgelegt hat und dann Microsoft genauso kopieren und alle wären glücklich. Aber nein, jetzt haben wir 3 Standards und keiner kennt sich mehr aus. Na, wunderbar. Nein, das ist nicht Mario auf der Xbox. Ich habe hier den Pro-Controller, aber ich habe in letzter Zeit so viel Xbox gespielt. Und deswegen bin ich jetzt, ne, die Tasten genau vertauscht gewöhnt. A müsste B sein und B A und X, Y und Y, X. Das meine ich damit. Deswegen habe ich gesagt, verfluchter Xbox-Controller. So, holen wir uns hier auch noch den letzten Stern. Bei dieser Kampfgalaxie, die eher aussieht wie ein Asteroid, aber in Mario Galaxy ist halt alles eine Galaxie, was irgendwie im Weltall rumfliegt. Okay, von mir aus. Nee, Nintendo hat Microsoft bis jetzt noch nicht gekauft. Vielleicht kommt es ja noch. Nee, ich glaube, Nintendo ist stinkreich. Die haben super viel Kohle auf der Bank. Ich glaube, die kann man nicht so leicht kaufen. Außer mit der feindlichen Übernahme, da kenne ich mich nicht aus, wie das so in der Börse läuft. Ich habe Gerüchte gehört, also gerüchtemäßig, also viele japanische Entwickler haben gesagt, dass die Angebote oder mal so unverbindliche Anfragen von Microsoft bekommen haben, wie es denn aussähe. Aber Microsoft dementiert das. Zumindest sagen die so von wegen so, naja, mein Gott, man kann ja mal so Anfragen schicken, aber wir haben jetzt keine konkreten Pläne, uns japanische Entwickler zu holen. Aber es sieht so aus, als hätte Microsoft konkrete Pläne, sich japanische Entwickler zu holen. Aber wie gesagt, die dementieren das. Und das würde definitiv in deren Portfolio fehlen. Das ist schon was, da werden die gut beraten auf jeden Fall dran. Jetzt haben sie ja quasi mit der Bethesda-Übernahme zumindest... wie heißen sie jetzt, die Shinji Mikami Gang? Ups, die Flugbahnen sind teilweise lustig. Aber ein paar mehr Japano-RPGs und so japanische Spieldesign fehlt dem Microsoft-Portfolio definitiv. Nein, jetzt hat er mich weggebrutzelt, weil Mario nicht springen will, wie ich will, dass er springt. Ah. Hat Sony in Japan gemacht. Genau. In Japan ist die Tastenbelegung der PlayStation. Oder war sie, glaube ich. Ich habe irgendwas gelesen, dass die das jetzt anscheinend angepasst haben an den Westen bei der PlayStation 5. Bin mir aber nicht sicher. Könnte sein, dass ich da was was durcheinander gebracht habe. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Aber auf jeden Fall war das ursprünglich in Japan genauso wie bei Nintendo. Nur für den Westen haben sie es umgetauscht, damit die doofen Westler nicht durcheinander kommen, dass Kreis plötzlich bestätigen ist und X ablehnen. Ist ja auch kulturell wirklich ein Unterschied. Fallen Crusader, dankeschön für die Bits. Super cool. Und hi, natürlich.
Was ist leider schon wieder los? Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, gute Nacht. Warum hau ich den Maulwurf eigentlich? Eigentlich kann ich den Maulwurf eigentlich einfach ignorieren, oder? Der hat keinem was getan. Ich meine, ja, der hat Schraubschlüssel nach mir geworfen, aber wer wirft nicht manchmal mit Schraubschlüssel nach irgendwem? Oder würde es zumindest gern? Insofern kann man ihm eigentlich nichts vorwerfen. Ist ja nichts passiert. Oder so. Abraxel, danke schön. Da wird das Glas wieder markiert quasi. Das ist das Territorium. Dankeschön. Freut mich echt. Das ist wirklich super cool. Wirklich existenziell wichtig für den Kanal. Ist wirklich so. So Spenden über also so Community Support einfach. Egal ob über Patreon oder hier auf Twitch und so weiter, sind immer noch über die Hälfte der Einnahmen. Also mehr als Werbeeinnahmen auf YouTube. Und genau. Ganz wichtig für den Erhalt. Ohne geht's gar nicht. Deswegen ist jeder Bit pures, sein Gewicht in Gold wert. Was auch immer ein Bit wiegt. So, Kreisel, was machen wir mit dir? Ach, schubse ich dich vielleicht in die Strom-Stingsies hier. Und das ist auch wirklich gut so, dass es so ist. Also der Fansupport ist auch deswegen so gut, weil der verlässlicher ist als Werbeeinnahmen auf YouTube. Die schwanken je nach Monatszeit, nach Jahreszeit vor allem und so weiter. Und je nachdem, ob gerade wieder neues Fallout angekündigt wurde oder nicht, schwanken die ganz erheblich. Und da haben mich schon oft irgendwie so kleine Spenden gerade nochmal über einen Monat hinweg gehievt quasi. Also das ist unendlich wichtig und unendlich cool. Jede Spende. Vielen Dank dafür. An alle. Okay. Nein, ich hab's getan. Ah, ich habe mich so zusammengerissen, dass ich nicht über meine Oberlippe lecke. Beim Lippenbefeuchten. Jetzt ist mir passiert. Und jetzt habe ich, glaube ich, Kajal auf der Zunge. Aber irgendwie muss der Schnauzer Mario schwarz werden. Das hilft nichts. Da müssen wir durch. Nein, Mario, was war denn das bitte? Also wirklich, jetzt reiß dich mal zusammen. What is happening? Manchmal weiß ich nicht, was das Spiel eigentlich von mir will. Okay. Na komm, drehen wir die Schwerkraft um. Wie heißt denn das Indie-Spiel? Das genau im Grunde das ist. Ist es? Ich glaube, das ist VVVVVVVVVVVV. Genau, VVVVVVVVV ist im Grunde ein kleines Indie-Spiel, das genau die Mechanik ist. Immer. Nur, dass man auf Tastendruck jederzeit die Schwerkraft verändern kann. Ist ein cooles Spiel. Ist crazy. Super schwer. Nett. Nein, ich bin hochgesprungen. Ich bin so ein Dodge. Aber ja, jetzt kürze ich einfach voll ab, weil ich so cool bin. Hätte ich von Anfang an machen können. Oh, ich glaube, das ist tödlich. Deswegen sind die wahrscheinlich so rot und zerknautscht. So. Wie ist deine Meinung zu Cyberpunk 77? Ich bin gespannt drauf. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen und hoffe, dass es cool wird. Also ich hoffe, dass es einfach wieder ein sehr gut geschriebenes Rollenspiel wird. Das ist ja das, was Witcher 3 wirklich gut gemacht hat. Ich habe total viel Kritik an Witcher 3. Ich finde das Kampfsystem langweilig. Ich finde das Rollenspielsystem, also das Charakterhochleveln, irgendwie total doof. Und ja, das war's eigentlich. Aber die Figuren, die Dialoge sind einfach top geschrieben und allein dafür macht es halt wirklich Spaß, das Spiel zu spielen. Und es macht Spaß, auch die kleinsten Nebenquests zu erkunden. Und das ja hoffe ich mir auch von Cyberpunk. Weil Cyberpunk als Setting an sich gefällt mir eigentlich ganz gut. Da bin ich gespannt drauf. Wenn die hoffentlich ein paar Spielmechaniken vielleicht ein bisschen motivierender gestalten. Ich meine, ich bin kein First-Person-Fan insofern, aber gut.
ich kann damit leben. Aber die ganze, ne, Geschichte mit Crunch und Ausbeutung von Angestellten und Grafikdesignerinnen, die sich melden und sagen, dass sie quasi ungefähr hunderte von unbezahlten Überstunden haben und quasi ihre Miete gar nicht von ihrer Vollzeittätigkeit bezahlen können und so weiter, das ist halt schon so im Hintergrund als ziemlich unschöner. Also das ist halt einfach so fest mit Cyberpunk für mich verbunden. Und das kriege ich auch nicht raus. Und das ist auch vielleicht ganz gut so. Ich habe sogar wirklich, ich glaube privat, wäre ich sogar so weit, dass ich sage, ich verzichte drauf, weil ich das nicht unterstützen will. Aber jetzt eben für den Kanal und so weiter werde ich mir das natürlich schon anschauen. Aber das ist schon was, das man wirklich kritisieren muss und das man wirklich nicht so einfach tolerieren sollte vielleicht. Oder zumindest... Naja, es ist nicht cool. Es ist nicht cool, was da anscheinend passiert ist bei der Entwicklung dieses Spiels. Leider. Und das kann ich halt oder will ich auch gar nicht ausblenden, wenn es um Cyberpunk geht. Ich glaube auch, leider, bin ich mir ziemlich sicher, weil das kennt man von anderen Firmen, dass wenn Cyberpunk 2077 gut wird, und das hoffe ich, was vielleicht das letzte gute Spiel von CD Red Project, weil die einfach jetzt ihre Angestellten, ihr ganzes Team, ihre ganze Kompetenz quasi verbrannt haben. Die Leute werden sich jetzt wahrscheinlich anständige Jobs suchen, weil mit ihren Skills können die eigentlich in ganz andere Branchen gehen und können da richtig Kohle verdienen in der IT. Videospielbranche bringt nichts. Das ist eigentlich ein Job, den macht man aus Leidenschaft oder man macht ihn nicht. Und die Leute werden jetzt da wahrscheinlich aufhören. Die haben sich, glaube ich, mit dem Projekt ziemlich gekillt. Die haben sich ihr Know-how und ihre Kompetenzen gekillt. Weil entweder sind die Leute ausgebrannt oder sie gehen weg. Und das ist leider nicht das erste Mal, dass das bei einer Firma so läuft. Und ich schätze mal, das wird auch da so sein. Insofern, schade drum. Aber gut. Trotzdem wird Cyberpunk 2077 vielleicht nochmal richtig gut. Ich bin gespannt drauf. Was machen die Kirby-Gegner da? Tja, ist halt alles Nintendo. Da wird schon mal ein bisschen durchgetauscht. Ich hoffe auf ein modernes Deus Ex. Das könnte hinkommen. Ich glaube, der Vergleich ist gar nicht so doof. Hallo, Vince, wahrscheinlich. Wie geht's? Ich muss was loswerden. Die Fallout-Welt, die du immer zeigst in deinen Videos, ist so schön. Man sieht, dass da voll viel Liebe drin ist. Bei den Fallout-Videos, das freut mich, dass die dir gefallen. Dankeschön. Mir geht's auch gut. Danke. Hättest du den Bart nicht mit Schwarzkirschmarmelade gefärbt? Da finde ich Kajal weniger eklig. So viel. Außer vielleicht, ich hätte ihn gar nicht gefärbt, sondern es klebt mir noch vom Frühstück im Bad. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, die Entwickler haben ja im Vorfeld irgendwo mal in einem Interview gesagt, dass es theoretisch möglich ist, das Spiel komplett gewaltfrei durchzuspielen. Nur mit Dialogen und so. Und das finde ich ziemlich interessant. Das finde ich cool. Das wäre sogar so eine Challenge, die würde ich mir auferlegen oder sowas. Kann man Cyberpunk durchspielen oder ohne auch nur einen einzigen Schuss jemals abzufeuern? Oder eine Waffe zu benutzen? Das würde mich interessieren. Das wäre cool. Dass man es quasi einfach vom... Also, ne? Oh shit, ich glaube, ich bringe mich gerade voll um. Dass man das Spiel sowohl als First-Person-Shooter, aber auch als Text-Adventure im Grunde spielen kann, wenn man will. Das wäre ziemlich irre. Das wäre ziemlich cool.
Autschi. Schauen wir mal. Uop. Ich werde das eh auch auf dem Kanal spielen. Das wurde ja schon vor einiger Zeit von den Patreons gewählt. Als neues XXL Let's Play auf dem Let's Play Kanal. Quasi da spiele ich jetzt aktuell Witcher 3 und sobald Cyberpunk kommt, dann eben das. Witcher 3 ist da das Übergangsspiel. Aber jetzt, dann mit der PlayStation 5 es möglich ist, dass ich an meiner Vault weiterbaue über Fallout 4, habe ich nochmal gefragt, ob meine Patreons das nicht lieber ist, weil ich kenne die ja. Und das ist denen natürlich lieber. Jetzt haben wir es quasi so gemacht, dass wir halb-halb machen. Eine einstündige Folge in der Woche oder so 50 bis 60 Minuten Folge in der Woche Cyberpunk und eine Fallout 4 Let's Build. Da ist, glaube ich, dann für jeden was dabei. Die haben schon angekündigt, dass man Cyberpunk auch in den Optionen lizenzierte Musik ausschalten kann. Das ist super, oder? Das ist sehr nett. Ich hoffe, man kann auch Nacktheit ausschalten, weil das wäre auch ziemlich gut für YouTube. Sonst beschweren sich Leute. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß wirklich nicht, was an Nacktheit so schlimm ist, aber okay. Meinetwegen. Ich werde dich zerquetschen. Na dann. Show me what you got. Oh oh. Er ist der Meister der Gravitation geworden. Ja, natürlich problematisch. So, was machen wir jetzt? Oh, erstmal seinen Lasern ausweichen ist, glaube ich, eine gute Idee. Ah, und ihn dazu bringen, dass er auf die Dinger stampft. Alles klar. Mein Gott, die Musik, oder? Das könnte auch ein Demon Souls oder Bloodborne eher noch Bosskampf sein. Ich glaube, ich hätte ihn kicken sollen, oder? Ich glaube, ich hätte ihn kicken sollen. Komm hier. Hierher, Bowser. Hierher. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn kicken müssen. Ja, gekickt. Bowsers Größe ist irgendwie so... Warum wechselt der seine Größe so stark von Teil zu Teil? Was ist denn mit dem? Der hat irgendwas wahrscheinlich. Irgend so eine komische Wachstumserkrankung. Deswegen ist er so wütend. Aber Bowser ist voll okay, anders zu sein. Und vielleicht ärgern ihn die anderen Cooper immer. Dass seine Größe quasi täglich sich ändert. Mein Gott, er hat mich voll überfahren. Nein, ich krieg's nicht hin. Ah, okay. Bowser, machen wir es nochmal. Autsch, ich bin doof. Das habe ich vermasselt. Ich dachte erst, weil ich gerade Demon Souls gesagt habe, ich dachte erst, dass ich mir Demon Souls nicht kaufen kann, weil ich gestorben bin durch Bowsers Feuer, weil ich zu schlecht für Galaxy bin. Ich habe mir gedacht, nee, dann lassen wir das mit Demon Souls gleich. Nee, Quatsch, sondern weil einfach der Monat so teuer war. Mit den neuen Konsolen und so weiter ist eh ganz klar, die Landsquid Birdrider Ersparnisse sind weg und sogar noch ein bisschen mehr. Mal schauen, wie ich das nächsten Monat alles zahle. Naja, genau. Auf jeden Fall hatte ich da einfach kein Geld mehr. Aber coolerweise hat mir die Merlin das jetzt quasi zu unserem Hochzeitstag geschenkt. Und jetzt habe ich doch Demon's Souls und kann es doch spielen. Und das ist schon echt ziemlich cool. Das sieht auch echt fantastisch aus. Das ist jetzt wirklich mein erstes und bis jetzt einziges echtes Next-Generation-Spiel. Weil auf der Xbox gibt es halt irgendwie keins. Das ist wirklich weird. Es gibt im Grunde nicht wirklich eins. Alle optimiert, aber keins so richtig. Und das ist schon optisch faszinierend. Ich meine, die Figuren sehen teilweise echt hässlich aus, aber das konnten die noch nie so richtig. Aber die Souls-Spiele. Aber die Umgebungen sind schon irre, richtig gut. Voll schön. Einfach ab und zu mal stehen bleiben und sich da irgendwelche Burgen im Hintergrund anschauen. Das ist... Wow. Und auch die Bosse mit der Beleuchtung und so. Das sieht schon fantastisch aus. Wirklich. Sehr schön.
Okay, läuft besser. Aber jetzt kommt Runde 3. This isn't even my final form. Jetzt läuft er irgendwie so komische Kurven, ne? So. Okay. Wow, Turbo! Und jetzt driftet da ins All wie Darth Vader. Oder nicht ganz. Aber fast. Was für eine Haarphysik der hat! Hatte der wirklich auf der Wii schon so eine Haarphysik? Verrückt. Verrückt. Nee, der ist doch viel kleiner wie in Mario 64. Der war doch in Mario 64 riesig. Und in Mario, in Smash Brothers ist er nochmal wieder ein bisschen kleiner als hier. In Sunshine weiß ich's nicht. Oh doch, in Sunshine ist er gigantisch. Stimmt, da sitzt er doch in seiner Badewanne und ist ungefähr so groß wie in dem Spiel eine ganze Sonne oder so. Ich bin wirklich gespannt, ob wir vielleicht schon, sind wir mal realistisch, ob wir vielleicht schon Ende nächsten Jahres irgendwelche neuen Fallout-Projekte angeteased bekommen jetzt bei Microsoft. Das wäre super cool, aber ich glaube es noch nicht. Da müssen wir uns noch mehr gedulden. Aber cool wär's. Am Anfang von Galaxy ist er auch größer als in den Bosskämpfen. Ach so, okay. Dann ist das noch ein bisschen seltsamer. Vielleicht kann er einfach die Größe verändern. Der Soundtrack ist schon auch echt super gut, ne, von Galaxy. Aber dafür ist das Spiel ja auch mitunter bekannt. Hinein in die gute Stube. Da an der Front. Kraft der Sterne. Was ist los? Ich bin nur wegen ein paar Level hier. Kochstern. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich will nur hier in meine Testblase. Meine Testblase. So könnte ich auch mein Büro nennen. Die Testblase. Das finde ich gut. Die Testbubble. Im Moment freue ich mich, ja natürlich, auf Resident Evil 8 freue ich mich auch schon sehr. Erstens privat und zweitens, weil das natürlich auch wieder ein gutes, ein reichhaltiges Thema für den Kanal wird natürlich. Da kann man so viel wieder dazu machen. Ein neues Resident Evil. Endlich. Aber auch eben wie gesagt, privat freue ich mich schon sehr drauf. Bin sehr gespannt drauf. Das soll ja so ein bisschen, was man so hört. Also... Man muss sich das quasi so vorstellen, wie Resident Evil 7 so ein bisschen ein Reimagining von Resident Evil 1 darstellt. Ne? Das hat so, man hat Übereinstimmungen recht deutliche. Ist halt in der First Person und schon anders, aber man erkennt die Übereinstimmungen, das Setting, den Flair, das Gefühl. Das ist sehr Resident Evil 1-ig. Und so soll sich Resident Evil 8 in Bezug auf Resident Evil 4 anfühlen. Nicht wirklich ein Reimagining oder ein Remake, aber ganz viel Flair und ganz viel Spielelemente und ganz viel Setting aus Resident Evil 4. Und das klingt für mich dufte. Das ist schon cool. Das
Das klingt nach was, auf das ich wirklich Bock habe. Ich bin immer noch kein Fan von First Person und werde damit wohl auch nicht mehr warm werden. Auch wenn ich sagen muss, ich habe jetzt in letzter Zeit viel First Person Spiele gespielt. In letzter Zeit ist gut, die letzten Jahre immer wieder. Und ich komme viel besser mit First Person klar mittlerweile, aber im Freund werde ich nie wieder, nie von der, nie. Niemals. In VR ist es natürlich faszinierend, ist eh ganz klar. Aber First Person ist nicht meine Kameraperspektive und wird es auch nie werden. Aber gut. Egal. Damit kann ich mich arrangieren. Es ist ja nicht so, dass mir die Spiele dann grundsätzlich keinen Spaß machen oder so. So ist es ja zum Glück auch nicht. Aber Third Person ist mir halt immer lieber. Wäre mir auch lieber, wenn es gehen würde. Nein, Ich meine, gut, bei Fallout zum Beispiel, bei Fallout 3 oder 4, gibt es zwar optional die Third-Person-Perspektive, aber da macht sie halt keinen Sinn, weil das Spiel halt offensichtlich für die First-Person designed ist und das merkt man auch. Da verzichte ich dann freiwillig drauf, weil, ne, so nicht. Entweder richtig oder gar nicht. Ich glaube, wir müssen in den Baum, Mario. Geh in den toten Baum. Da bleiben wir einfach drin. An so Passagen hier merkt man, wie Nintendo immer sehr bemüht ist, möglichst die Features der aktuellen Konsole zu nutzen. Weil das ist hier quasi einfach nur die super Bewegungssteuerung-Demo. Im Grunde. Oh, wir haben Zeitdruck. Okay, wartet, ich muss mich beeilen. Ich guck gleich wieder in den Chat, aber wir müssen uns hier gerade... Wir müssen durchboosten. Achso, ist schon wieder vorbei mit Zeitdruck. Oder wie? Und nu? Das war doof. Oh, verblubbert. Hi, Doofkopf. Hallöchen. Wie geht's? Resi 4. Resi 4, schreibt der Desert Dragon. Da kann ich mich nur anschließen. Das ist ja das allerbeste, weil eben ein Leaker, dem ich auf Twitter folge, der mittlerweile nicht mehr leakt, mittlerweile nur noch offizielle News verbreitet, aber der war wirklich ein, offensichtlich wirklich ein ziemlicher Insider, weil der sehr viel richtig geleakt hat und sehr viel echte Einsicht offensichtlich hatte. Und der meinte eben, dass eben auch echt ein Resident Evil 4 Remake in Arbeit ist aktuell. Und da habe ich noch viel mehr Bock drauf als auf Resident Evil 8. Nicht, dass ich mich nicht auch auf Resident Evil 8 freue, aber das wäre schon crazy. Vor allem meinte der eben, dass die Entwickler... also man darf sich das nicht einfach wie ein 1:1 Remaster vorstellen, sondern eher so ein bisschen, wie die das mit dem zweiten gemacht haben. Und anstatt einfach nur das gleiche wiederzumachen, versuchen die so revolutionär zu sein, das ist deren Ziel, wie... quasi Resident Evil 4 damals zu seiner Zeit war. Und das ist eine Ansage. Da bin ich gespannt drauf. Mir geht's auch gut. Dankeschön. Meine Mütze ist ein bisschen schief. Aber die ist so. Die habe ich als Pappmaché selber gemacht, damals, vor vielen Jahren. Aber ich tue einfach so, als wäre Style. Das ist so ein bisschen so dieses schiefe Psychonauts-Style, wo alles ein bisschen... Wie bei Day of the Tentacle, so dieser Stil. Das gehört so. Ich bin Abstraktario. Glasstrand klingt schmerzhaft.